Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In meinem letzten Entspannungshaul habe ich euch diese Buchreihe gezeigt und ich habe ganz, ganz viele Fragen dazu bekommen und ich soll unbedingt sagen, wie sie so ist und deswegen dachte ich, mache dazu nochmal ein extra Video. Ich möchte ein bisschen weiter ausholen. Erstmal nochmal ganz kurz zum Inhalt der Buchreihe Silent. Das sind zwei Teile, das finde ich super gut, dass das nicht so viele Teile sind. Die Reihe heißt Silent, ist von Catalina Cutt und das ist der Jäger und die Beute aus dem Cayenne Verlag. Verlinke ich euch gerne alles unten in der Infobox. Und alles an diesem Mann ist Stille, tödliche Stille. Geplagt von Schuld und den anklagenden Blicken der Verwandtschaft, flüchtet Marie nach Hellington, der berüchtigten Hauptstadt des Verbrechens, zu ihrem unbekannten Vater. Doch statt den erhofften Seelenfrieden zu finden, gerät sie zwischen die Fronten des organisierten Verbrechens und in das Visier von Silent, dem eiskalten Jäger der Unterwelt, der alles daran setzt, sein Syndikat zu schützen. Silent kennt weder Gnade noch Gewissen, er macht seine eigenen Regeln, nie lässt er seine Beute entkommen. Ungewollt wird Marie zur Schlüsselfigur eines tödlichen Spiels um Verrat, Blutrache und Menschenhandel und erweist sich bald schon als ungeahnte Herausforderung, die ihren Jäger an seine persönlichen Grenzen treibt. Das ist ein Dark Romance Thriller, habe ich so vorher auch noch nicht gelesen. Keine Sicherheiten, keine Grenzen, keine Moral, keine harmlose Love Story, keine rettenden Engel und kein strahlender Held mit Gewissen und Anstand. Kein Gut, kein Böse. Dieser Roman enthält Gewalt, Kriminalität und Leidenschaft. Und um dann so ein bisschen meine Meinung zu den Büchern nachvollziehen zu können, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Erstmal bin ich kein Fan von Thrillern. Ich lese normalerweise keine Thriller, weil ich damit nicht besonders gut umgehen kann. Früher habe ich sehr gerne, wie hat ein Freund das gestern bezeichnet, erotische Liebesromane gelesen. Genau, damit fing es an. Ich habe gerne erotische Liebesromane gelesen. So, und dann kam 50 Shades of Grey. Und natürlich musste ich mir auch dazu eine Meinung bilden. Und wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich die 50 Shades of Grey Bücher nicht lesen konnte, weil ich mit dem Schreibstil der Autoren überhaupt nicht klarkam. Gar nicht. Ich habe mir den ersten Teil als Hörbuch angehört und schon das mit extremem Widerwillen. Und dann alle Filme geguckt. Die Filme finde ich tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Und alles, was danach kam, alles, was ich mir nach 50 Shades of Grey aus dieser New Adult SM-Szene Sachen da so durchgelesen habe, alles, was ich, oder was ich angefangen habe, ich habe dann tatsächlich selten ein Buch zu Ende gelesen, weil es immer dasselbe Prinzip war. Du hattest den Typen, der war gut aussehend, der war reich, der war erfolgreich und der stand halt so ein bisschen, der war halt auch irgendwie kaputt innerlich und stand halt auf SM und Fesselspiele und weiß der Geier. Und dann hattest du auf der anderen Seite das kleine, unschuldige, graue Mäuschen, immer unschuldig, graues Mäuschen und die kamen halt irgendwie zusammen und es war natürlich ganz verwirrend und irgendwie am Anfang wollte sie das nicht und dann hat sie sich doch drauf eingelassen und dann ging es doch wieder in die Brüche und dann kamen sie doch wieder zusammen und dann haben die sich verliebt und Friede, Freude, Eierkuchen. Das war tatsächlich bei allen Buchreihen, die ich danach angefangen habe, das kam mir dann so, es war wie so eine Welle, nach 50 Shades of Grey kam dann so eine Welle von solchen Büchern und mich interessiert das thematisch eigentlich, ich lese das eigentlich ganz gerne, aber es war immer dasselbe Prinzip und es hat mich einfach so gelangweilt, ich kam da nicht ran. Und hier hatte ich schon so den Verdacht, dass mir das gefallen könnte, weil ich mag an dieser Silent-Reihe diese Mischung, die Story hinter der Geschichte von Marie und Silent ist richtig genial. Weil sonst hast du ja bei diesen Romanen, dass es hauptsächlich um diese Beziehung von den Zweien geht und außenrum passiert jetzt nicht ganz so viel. Und hier ist es genau andersrum. Das, was im Außen passiert, also diese ganze Geschichte, ne? Maries Geschichte, dann ihr Vater und diese Unterweltsachen, ne? Also da geht es um Prostitution, um Menschenhandel, um Drogen, um all das, ne? Das war super spannend, das war so genial, da waren so tolle Charaktere, außerhalb dieser zwei Hauptcharaktere, so tolle, extrem gut ausgearbeitete
Charaktere, also Nebendarsteller dabei. So toll. Ich habe mich in so viele Nebencharaktere verliebt, wo ich so dachte, boah, eigentlich möchte man dann zu einigen, wie zum Beispiel zu Bastard, wenn ihr das dann mal lest, zu Bastard hätte ich gerne noch mal ein eigenes Buch, zum Beispiel so, ne? Oder zu den Wintersill Kids. So hießen die, glaube ich. So eine Gang von Straßenkindern oder so. Also super, 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 super genial. Das, was außenrum passiert, außerhalb dieser Liebesgeschichte, in Anführungsstrichen. Weil so lovely, heidi-tidy ist es tatsächlich nicht. Also das hat mir schon mal gefallen. Und das hat auch bei mir, also ich brauche normalerweise aktuell für ein Buch 3-4 Wochen. Und ich habe diese 2 Bücher in 2 Wochen gelesen. Also das sagt viel darüber aus, wie mir der Inhalt gefallen hat, wie sehr es mich auch gefesselt hat. Das habe ich seit langem gesucht. So ein Buch oder eine Buchreihe, was mich wieder so fesselt, was mich in seinen Bann zieht, wo du dann wirklich wieder jede freie Minute liest. Also ich habe gelesen, während ich gegessen habe. Ja? Also wenn die Kinder nicht zu Hause waren, natürlich. Während ich gegessen habe, habe ich gelesen. Ich habe mittags gelesen. Ich habe ganze Abende gelesen. Ich habe gelesen, 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 wann es nur ging. Und das sagt viel darüber aus, wie gut mir die Buchreihe tatsächlich auch gefallen hat, wenn ich da so viel Zeit reingesteckt habe. Weil ich wollte einfach wissen, wie es weitergeht. Also diese Story drumherum ist schon super, super spannend. Ohne die Geschichte der beiden von Silent und Marie. Und dann hat man halt noch Silent und Marie. Und natürlich ist Silent wieder der große, gut aussehende, böse Wolf, der halt auch so ein bisschen auf härtere Sexpraktiken vielleicht steht, aber gar nicht so krass doll hart. Irgendwie viel, viel angenehmer, schöner zu lesen, nachvollziehbarer, als es bei 50 Shades of Grey zum Beispiel war. Und dann hast du halt Marie, ein unscheinbares Mauerblümchen vom Dorf, die gebrochen ist, aber die endlich mal eine Geschichte hat. Also im Gegensatz zu Anna von 50 Shades of Grey hat die endlich mal eine Geschichte und da steckt auch was dahinter und ganz, ganz viele Gefühle und Emotionen sind da verbunden. Also es war sehr, sehr intensiv auch. Und die beiden treffen dann halt aufeinander und das ist auch so komplett anders als das, was ich in den anderen Büchern gelesen habe. Auch wie sich so entwickelt zwischen ihnen. Da ist dann nicht so dieses... ich habe mich in dich verliebt und jetzt können wir halt leider doch nicht zusammen sein, weil das passt halt so nicht zwischen uns und dann heiraten die und kriegen Kinder und weiß der Geier was. So ist es halt nicht. Und das hat mir so, 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 so gut gefallen. Also ihr merkt, ich war unglaublich begeistert davon. Ich war auch irgendwo ein Stück weit traurig, als ich dann halt auch Band 2 zu Ende gelesen hatte. Aber es war auch schön, weil es war ein runder Abschluss. Definitiv, also der Prolog war nochmal richtig, richtig genial. Es war ein runder Abschluss. Es war auch schön, halt nicht eine Buchreihe zu lesen mit 5 Büchern, die alle irgendwie so dick sind, sondern was Überschaubares, so, ne? So für zwischendurch. Mega, mega toll. Also wenn ihr noch eine Urlaubslektüre sucht oder was ihr so im Sommer jetzt lesen wollt, da kommen ja die meisten von uns eher mehr dazu, mal wieder was zu lesen, kann ich euch das tatsächlich sehr ans Herz legen. Und auch wenn es ein Dark Roman Thriller ist, konnte ich das tatsächlich sehr, sehr gut ab. Und ich bin da halt echt empfindlich vielleicht ein bisschen, aber kann man durchaus lesen. Kann man wirklich durchaus lesen. Also wirklich eine runde Sache. Mega, mega toll. Ich bin mega froh, dass ich das gelesen habe und möchte es gerne an euch weiterempfehlen. Ich verlinke euch die Bücher unten in der Infobox. Schaut es euch gerne mal an. Und ihr dürft jetzt gerne in die Kommentare schreiben, welche Bücher aus diesem Genre, aus dieser Richtung ihr mir noch empfehlen könnt. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.